Gut gelaunt reagierte Michel Mouton bei der ersten Pressekonferenz der deutschen Rallye-Meisterschaft 1986, als Terry Harriman gefragt wurde, wie er sich als Beifahrer einer Frau fühle. Wieder dabei mit einem Opel Manta 400 mit konventionellem Hinterradantrieb, Rolf Petersen und André Bockelmann. Heider Hinterleitner, das ist ein seriennaher Opel Kadett GSI mit Frontantrieb. Und dann Gustl Brusch und Teddy Schaller auf einem Ford Sierra XR4, ebenfalls Allradantrieb. Dieses Fahrzeug hatte vor 8 Tagen noch im Laden gestanden. Man hatte sich kurzfristig für den Allradantrieb entschieden, nachdem Schnee und Eis angesagt waren. Hier fährt sie aufgrund der besseren Traktion des Allradantriebs bewusst neben den ausgefahrenen Stücken. Eriksson, die Stars fielen also aus und beklagten sich hinterher über die ihrer Meinung nach falschen Informationen. Zeitlupenstudien der Führenden. Michel Mouton, Terry Harriman, optimales Handling des Fahrzeugs durch die zierliche Französin. Im Vergleich dazu der Manta 400 von Manfred Hero mit konventionellem Heckantrieb. Er sagte nachher, ich bin gefahren wie eine Sau, da ging nichts mehr, aber die Mouton fährt einfach zu schnell. Gustl Brusch und Michael Eriksson im harten Zweikampf. Wenn 4 Räder durchdrehen, dann weiß ich manchmal nicht mehr, in welche Richtung die Vorderräder stehen. Und ich habe mir jetzt eine Markierung oben am Lenkrad hingemacht, wie ein Anfänger, damit ich weiß, wann die Vorderräder gerade stehen. Wenn ich jetzt aus einer Haarnadel rausfahre, gegenlenke und die Räder durchdrehen, dann, wenn es dann packt, wenn ich den zweiten Gang schalte, ne, dann biegt es plötzlich ab. Also muss ich immer auf dem Lenkrad kontrollieren, dass die Lenkung gerade steht, bevor ich schalte. Das ist eigentlich mein Hauptproblem. Marc Surer, der Schweizer Formel-1-Pilot, vor dem Start in Bad Hersfeld. Es ist seine 12. Rallye, sein 2. Einsatz mit einem Gruppe B-Auto. Unsere Kamerateams an den interessantesten Punkten postiert. Die 15. von 23 Wertungsprüfungen. Michel Mouton führt. Aber Marc Surer kann auf den Asphaltstrecken durch die Konzeption seines Wagens aufholen. Aber auf den Schotterstrecken, da hat er Probleme. Wie hatte er gesagt? Manchmal fährt das Auto noch mit mir und er hat den Allradantrieb gemeint. Meine Uhr war sie hier, jetzt ist 27. Wo ist Marc Surer? Ein Auto brennt etwas, wenn Sie mal den Hügel hochschauen. Was war geschehen? Die ersten Fahrer kommen an, halten, Ratlosigkeit, Entsetzen. Erste Kommentare, aber keiner weiß genau, was passiert ist, wie schwer der Unfall ist. Michel Mouton. Wenn da so ein Rauch und ein Dampf, da brauchst du nicht mehr hinzugehen. Bilder vom Unfall. Auf dem Asphaltstück Marc Surer mit hoher, zu hoher Geschwindigkeit, eine langgezogene Kurve, dann dies.
die Panzerplatte, seit Jahren bei der Hunsrück Treffpunkt zu Gesprächen, Kontakten, Informationen bei Mobiloil. Michel Mouton, wir sind auf der dritten Wertungsprüfung. Peer Eklund. Stick Anderwang mit einer Beifahrerin. Marc Duez, der Belgier, mit seinem Metro. Sein Ziel ist es, unter die ersten drei zu kommen. Er ist ein Mann, der auch sehr viele Rundstreckenrennen fährt. Seit Jahren nimmt er an der Hunsrück teil. Michel Mouton. Da ist wieder unser Freund Oliver Schmidtke auf dem Audi Quattro. Die Startnummer 13. Der Fahrer hatte Geburtstag und er machte sich ein ganz eigenartiges Geschenk. Gott sei Dank überstanden Beifahrer und Fahrer diese sonderbare Art der Weinlese unverletzt und konnten anschließend sogar weiterfahren. Der Schwede Pettersson schont sein Fahrzeug wahrlich nicht.